Ja, hallo ihr Lieben. Ja, wir machen weiter mit dem Erstellen meiner Pferde. Ja, und das ist jetzt schon die vierte Stute. Nee, gar nicht, die dritte Stute. Also, die dritte Stute ist das. Das wird jetzt Baroness. Die soll eine hellbraune Stute werden. Und ja, ich weiß noch nicht so ganz, ob die noch einen Stern bekommt oder doch noch ein bisschen anders wird. Ja, also wir suchen jetzt erstmal meinen hellbraunen vorgespeichert, also eine hellbraun vorgespeicherte Fellfarbe. So. Die sieht nur, glaube ich, leider der Fuchsfarbe ein bisschen ähnlich. Also es kann sein, dass ich die doch nochmal überarbeiten muss. Weil, ja, das sonst doof aussieht. Ja, ich muss es nur finden. Nein, das ist mein vorgespeicherter Fuchs. Das ist gleich mein vorgespeicherter Rotfuchs. Nein, das auch nicht. Das. Aber das sieht, glaube ich, gar nicht aus wie der Fuchs, oder? Gucken wir mal, wir hätten den ja eben. Nee, gut, das ist dunkler. Das ist sehr gut. Dann können wir beruhigt das Pferd machen, weil das soll ja hinterher auch gut aussehen. Ja, das ist übrigens eine abgeänderte Version von Remember Me, von meinem früheren Hengst. Ja, das war, glaube ich, mein einziger hellbrauner Hengst, den ich hatte. Der Rest war alles irgendwie generell das einzige hellbraune Pferd. Also die Phoenix Galilea sah noch an, aber die war ein bisschen rotbrauner. Also das, ja, ich hatte letztes Mal auch nur ein hellbraunes Pferd, jetzt will ich auch nur ein hellbraunes Pferd haben. Ja, ist jetzt halt so. Ich habe immer ganz viele dunkelbraune Pferde. Ich weiß nicht, also ich persönlich, ich finde dunkelbraune Pferde und Füchse ganz toll. Die finde ich wirklich klasse. Also ich glaube, wenn ich mir mal ein Pferd kaufen sollte, ich würde am liebsten einen Fuchs nehmen. Nee, das ist ganz komisch irgendwie. Wie soll die jetzt nochmal heißen? Baroness, genau. Vergesse ich irgendwie immer mal wieder. Ich weiß nicht, also ich überlege, ob sie entweder halt so eine schmale Blässe bekommt oder ob sie nur so einen Stern bekommt. Das ist nämlich eigentlich auch voll süß. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu groß ist. Kann natürlich auch so einen Stern machen. Aber der ist definitiv zu groß. Nee, ich glaube, ich fand das ein bisschen. Nee, den Mond wollen wir auch nicht. Ich glaube, ich finde das ganz schön oder doch kleiner. Nee, ich glaube, die eine nochmal größer finde ich besser. So, die kriegt jetzt aber nicht alle Beine weiß, sondern irgendwie nur so zwei, drei, ich glaube, zwei weiße Hinterbeine und vorne eins weiß. So, nee. Das finde ich nämlich doof, hier ist dieser Punkt drin und den will ich da gar nicht drin haben. Ich guck mal, ob ich den wegkriege. Ich weiß, dass ich den bei einem Pferd schon mal wegbekommen habe. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie. Ich
glaube, ich habe das hinten geschafft, dass ich das hinten wegbekommen habe. Ja, das muss hinten gewesen sein. Hinten geht das nämlich, das geht nur vorne leider nicht. Okay, dann muss Pferd halt vorne links. Nee. Sowas bekommen. Hinten rechts. Und sie auch so. Und hier hinten bekommt sie, glaube ich, nur so einen kleinen weißen. Ja, so, das finde ich, glaube ich, ganz gut. Dann brauchen wir jetzt noch einmal verschiedene Farben. So, jetzt will ich gerne mal ausprobieren, ob das auch dann mit dem da drüber geht. Wahrscheinlich eher nicht, genau. Das sieht dann nämlich doof aus. Hey, das würde theoretisch gehen, wenn man alle dunkel hat, nur das nicht. Ich glaube, ich mache vorne zwei weiße. Und den machen wir schwarz und den Rest machen wir dann so ganz hell. Obwohl, das sieht dann auch irgendwie doof aus. Wir lassen das ganz. Weil er dann da auch so helle Punkte hat, das sieht irgendwie doof aus. Also, weg damit. So. Der hat noch das Westfalen-Brandzeichen. Das muss weg. Da kommt ein Ruhesteiner Brandzeichen hin. Oh, ich glaube, ich habe die ganze Zeit von der gesprochen. Das ist ja die. Die Baroness. Ja, ich glaube, die sieht so eigentlich ganz süß aus. Speichern wir die mal ab. So, die bekommen jetzt auch noch eine schwarze Mähne. Und einen schwarzen Schweif. Ach so, fertig gespeichert. Na, das ist, glaube ich, na, jetzt kann ruhig noch dunkler. Ja, das ist jetzt Baroness. Würde auf dem Turnier so aussehen oder so. Ja, finde ich, sieht gut aus. Oh Gott, was hatte ich denn jetzt eben für? Ja, genau, das hatte ich. So. Das wär's. Jetzt bekommt ihr noch eine andere Satteldecke. Ich überlege gerade, was für eine. Das passt zu ihr. Das passt zu einem hellbraunen Pferd eigentlich alles, finde ich. Da passt eigentlich alles zu, aber ich finde eine dunkelblaue Schabracke vielleicht gar nicht schlecht. Stehen geblieben. Einmal die oder die. Oh, die ist ein bisschen blauer, die sieht schöner aus. Okay.
Okay, ein Halfter, dann bekommt sie auch ein dunkelblaues Halfter. Halfter. Nicht schon wieder. Jetzt tu mich nicht wieder nach ganz oben. Ach gut. Glück gehabt. So. Das ist jetzt Baroness. Schreibt man hoffentlich so. Aber egal, Namen kann man ja eh schreiben, wie man will. So, wie viel Zeit haben wir noch? Boah, wir haben noch 3 Minuten. Was mache ich denn jetzt 3 Minuten lang? Wir können die Pferde ein bisschen größer oder kleiner machen. Also Pandoras Beauty bleibt so. Finde ich, ist eine gute Größe. Aber Counting Star wird wieder ein bisschen größer. Könnten wir natürlich auch einfach die Beine ein bisschen länger machen. So, das ist einfach ein sehr langbeiniges Pferd. Ja, so finde ich, sieht die voll schön aus. Wenn man jetzt dagegen Pandoras Beauty sieht, die ist ja jetzt ein bisschen kleiner. Ja. Und Baroness, wie wird die? Die finde ich, kann eigentlich auch so bleiben. Also, ja. Mir überlegt, dass wir noch eine Schimmelstute machen. Die kann ich jetzt eigentlich auch nochmal hinzufügen. Ich muss mir noch überlegen, ob die rein weiß sein soll oder ob die so ein bisschen apfelschimmelmäßig sein soll oder Fliegenschimmel. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber ich glaube, wenn nur so ein ganz, ganz kleines bisschen wie ein Fliegenschimmel. Ja, ich gucke einfach mal. So, okay. Ja, das Pferd habe ich mir von der Seite runtergeladen. Die hat, also von der Website auch mit einer Pferdezucht, und irgendwie finde ich, sieht das Pferd aber ein bisschen komisch aus. Tja. Aber egal. Ups, da war es, glaube ich, schon. Nee. Da bin ich schon dran vorbei. Da. Na, wenn man sich jetzt das Pferd mal anguckt. Ja. Also ich will mich nicht selbst loben. Ich weiß, das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Tut mir auch leid, aber ich freue mich so drüber, dass ich es geschafft habe, dass meine Pferde so schön aussehen. Dann, ja, spiele ich schon sehr gerne mit ihm. So, und die bekommt auch ein bisschen längere Beine. Wird ein bisschen größer. So, das wird, glaube ich, auch eine Springstute. Also Spring und Dressur. Habe ich mir so gedacht. Ja, aber ich kann die Fellfarbe ja jetzt nicht machen. Wir haben nämlich nur 40 Sekunden. Dann reicht das nicht mehr. Was machen wir denn jetzt noch die 40 Sekunden? Oder ich höre jetzt einfach schon mal früher auf. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir hören schon mal früher auf. Das ist aber auch irgendwie doof. Ich suche jetzt einfach... Oh nein! Schon wieder.
Jetzt muss ich nochmal komplett runterscrollen. Dum, 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 dum. Gut, jetzt ist natürlich der Timer abgelaufen. Jetzt will ich aber noch das Halfter auswählen. Die Farbe kann ich ja später ändern, wenn ich weiß, was ich für eine Schabracke für das Pferd nehme. Geht ja nur darum, dass sie ein Halfter auf hat. So, ja. Ich weiß nicht so ganz, ob ich das weiß, einfach lasse. Ich denke aber ja, und dass ich da vielleicht noch so ein paar Pünktchen drauf mache. Und ja, wir sehen uns ja dann im nächsten Teil wieder. Da machen wir natürlich dieses Pferd. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.